Mein Screen sollte schon geteilt sein. Heute werden wir eigentlich sechs Tools anschauen, aber definitiv nicht alles, was da drin gibt, sondern Themen, die ganz wichtig sind wegen dieser Health Checks. Also wenn man die Umgebung erstmal mit den Internet-Tools anschaut oder wenn man die Umgebung für Sicherheitsprobleme oder andere Typen von Problemen auditieren möchte, dann kann man diese Features in den unterschiedlichen Tools benutzen. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu, warum wir das machen. Ich glaube, das ist schon seit 3, 4 Jahren, André, dass wir Kunden besuchen, glaube ich, und ganz, ganz oft in Deutschland auch, dass wir diese Ich glaube schon, On-Site-Workshops machen. glaube Ja, also es ist schon definitiv ein paar Jahren, dass wir Kunden besuchen und durch diese einen Tag oder zweitägige Workshops, was wir machen, ist, wir machen nicht nur Training, sondern ich habe auch meistens die Möglichkeit, die Umgebung von Kunden mit den Iterators anzuschauen. Was ist eigentlich der beste Job der Welt, weil ich muss nur einfach Probleme finden, lösen muss ich aber nicht, ne? Also das werde ich heute zeigen, die Ansichtspunkte, die wir mit den Iterators kriegen können. Und wir werden definitiv nicht nur über diese Probleme sprechen, sondern auch, wie man die eigentlich lösen kann. Ich werde jetzt Tool by Tool gehen. Also zuerst werden wir mit ACL Easy anfangen und zwar gegen Security. Und ich hoffe, dass auch wenn Sie die Tools ganz häufig benutzen, lernen wir ja alles irgendwas heute. Wie gesagt, Fragen bitte in den Q&A. Je mehr, desto besser. Und wir werden definitiv sicherstellen, dass wir alle Fragen heute noch beantworten. Gut, also los geht's. Und zwar mit ACL Easy. Wie gesagt, wir werden hier ein bisschen über Security sprechen. Und die von euch schon ACL Easy benutzt haben, dann ist es wahrscheinlich klar, hier geht es um zwei große Themen. Und zwar, es geht hier um Zugriffsrechte wegen RCL. Und es geht hier auch um Gruppen und Mitgliedschaft in Gruppen. Wir werden jetzt mit ACL anfangen und also ein paar von die Dinge, die wir beim Kunden immer machen, ist ACL Easy funktioniert mit einem Server. Also man wählt den Server einfach aus, dann die Datenbank auf dem Server und damit werden wir alle die ACL-Einträge auf diesem Server laden. Es gibt ein paar rote Farben auf der linken Seite. Das heißt, dass wir keine Zugriffsrechte hatten, die Datenbanken bzw. die ACL zu öffnen. Das kann man eigentlich ganz einfach beheben. Entweder kann man unter Optionen zu einer anderen ID-Datei wechseln oder wenn wir berechtigt sind, dann können wir auch Full Access Administration aktivieren. Damit kann man also eigentlich alles auf dem Server mit den ACL anschauen. Also was kriegen wir dann? Wir kriegen alle unsere ACL-Einträge in den Main Grid. Das nennen wir den Flexi-Grid. Und zwar in diesem Flexi-Grid hat man die Möglichkeit, diese Daten zu analysieren. Und zwar eine von meinen Lieblingsdinge zu tun in Kundenumgebungen ist einfach diese Spalte, die den Namen von dem ACL-Eintrag hat, hier in diesem Feld zu bewegen. Und zwar damit werden wir alle unsere ACL-Einträge nach dem Namen kategorisieren. Wenn man sowas tut, beziehungsweise diese Kategorisierung, das ist so eine Flexi-Grid-Feature, also das hat man wirklich in alle die Iteria-Tools da drinne. Damit haben wir also unsere ACL kategorisiert. Dann können wir damit so arbeiten, als ob das eine einfache kategorisierte Nodes-Ansicht wäre. Das heißt, wir können Shift-Minus benutzen, damit wir diese Kategorien zumachen. Und wir können einfach nach irgendwas suchen, wenn wir mal einen User finden möchten. Und wir können nicht nur eine Kategorie anlegen, sondern wir können mehrere Kategorien hier auch einrichten. Zum Beispiel die Access Level. Und dann gibt es diese standardmäßige ACL-Einträge, die ganz wichtig sind. Und zwar die erste Ding, die ich immer anschaue, ist die Default ACL-Eintrag. Das ist definitiv bei alle unsere geladene 229 Datenbanken da. Wenn ich hier diese Kategorie aufmache, dann kriegen wir sofort die Information, dass wir ganz viele Datenbanken haben, wo die Default-ACL-Eintrag eigentlich Managerrechte hat. Das muss ich wahrscheinlich nicht sagen, warum das nicht cool ist. Das ist definitiv ein Problem.
Was hier aber ganz cool ist, ist, dass mit RCL Easy können wir das sofort auch von hier beheben. Also, wie machen wir das? Wir wählen einfach die RCL-Einträger in einem Main Grid aus, und zwar, das ist 61 Einträger in 61 unterschiedliche Datenbanken. Und das kann man eigentlich direkt von hier unter Attributes verändern, und zwar so, dass wir einfach die neue Access Level hier auswählen, und damit können wir die Zugriffsrechte für 61 Datenbanken für den Default-Eintrag so reduzieren mit dem Apply. Das war's. Ja? Wir werden ein bisschen über Problemlösungen heute auch sprechen, und dafür ist es ganz wichtig zu verstehen, dass alles, was man hier tut, also das kann schon ja ganz mächtig sein, ne? Wenn man 21 Datenbanken mit einem Klick modifizieren kann. Alle diese Modifizierungen werden sichergestellt werden müssen, oder wie sagt man das? Es gibt eine Verification hier, nur um sicherzustellen, dass wir keine Fehler machen. Und zwar, unsere Modifikationen sind noch nicht endlich, ne? Also da muss man eigentlich zum Server gehen und dann sagen Apply Changes. Damit werden wir die Modifikationen eigentlich zum Server schicken, und dann, damit ist das eigentlich beendet. Aber auch nachdem haben wir in der Spalte Status die Information, dass wir diese RCL-Einträge verändert haben, und wir haben auch den Zeitpunkt, wann diese RCL-Einträge verändert wurden. Also das ist nur ganz wichtig zu sagen, dass wenn man so eine Lösung hier hat, dann gibt es auch so eine Sicherheitsfeature hier, nur um sicherzustellen, dass wir keinen Fehler machen. Gut, also das war unser Default-RCL-Eintrag. Da gibt es noch ein paar von diesen RCL-Einträgen, die ganz wichtig sind, und zwar hier geht es um die Anonymous. Das ist auch irgendwas, was ich immer beim Kundenumgebungen tue. Das macht den meisten Sinn auf den Servern, die auch von dem Web erreichbar sind, und auf jeden Fall ist das Thema Security auch mehr wichtig für diesen Servern, beziehungsweise wir haben hier sofort schon ein Problem entdeckt, und zwar, dass wir die Anonymous-Eintrag nur in 170 Datenbanken da haben. Wir haben ein Total von 229 Datenbanken geladen. Das heißt, wir haben circa 59 Datenbanken, wo es keinen Anonymous-Eintrag drin steht. Ne? Aber auch die Anonymous-Einträge, die wir gefunden haben, es gibt ja 12 Datenbanken, wo Anonymous eigentlich Managerrechte hat. Meiste sind schon NTFs, aber wir können zum Beispiel sehen, Catalog.nsf, das ist eine standardmäßige Datenbank, hat eigentlich Managerrechte für Anonymous. Das ist nicht eine gute Idee. Also wieder, wir können das einfach auswählen und dann einfach sagen, okay, das würde ich gerne zu No Access reduzieren, und sagen wir Apply, und das war's. Ja, also das ist hier ganz, ganz mächtig. Das kann man definitiv auf mehreren Servern auch wiederholen, um sicherzustellen, dass diese standardmäßige Datenbank RCL-Einträger richtig eingerichtet sind. Okay, nächste Frage, die wir hier in RCL Easy wegen Audits beantworten können. Das ist eine Frage, die ganz, ganz wichtig wird in 2018. Und zwar, hier geht es auch um diesen GDPR, wenn Sie darüber gehört haben. Das ist eine ganz komplizierte Regulation von der Europäischen Union. Und zwar, da muss man eigentlich beantworten können, wer was zugreifen kann. Und das war schon auch eine Frage für Domino für ganz lange. Wie können wir eigentlich herausfinden, wer was tun kann? Mit diesem Setup, mit diesen zwei Kategorien, kann ich eigentlich nach einem User suchen, so wie John Admin, und kann ich sofort die Zugriffsrechte für diesen User hier kriegen. Aber das ist nicht genug. Weil es kann schon sein, dass dieser User eigentlich auch Mitglied von Gruppen ist, ne? Und dann gibt es noch dieses andere Szenario, wo der User ein Personentyp RCL-Eintrag hat, und dann der ist auch ein Mitglied von einer Gruppe, der auch in dem gleichen RCL drin steht. Und dann gibt es diese Kalkulation, zum Beispiel, wenn der User ein Personentyp RCL hat, der Leserechte nur hat auf dem Datenbank, und der kann noch ein Mitglied von einer Gruppe sein, der eigentlich Managerrechte auf der Datenbank hat. Am Ende des Tages wird der User eigentlich Reader Access haben, weil der Personentyp RCL-Eintrag ist eigentlich starker. Es gibt also ein paar von diesen Kalkulationen, und hier haben wir nicht so eine gute Übersicht. Also in dem Notes Client haben wir keine Übersicht,
von Gruppenmitgliedschaft. Hier machen wir das was anders. Also wenn wir zum Beispiel eine Datenbank hier anschauen, und da werde ich hier sofort den Namen hier zeigen. Und wenn wir in einer Datenbank ACL so eine Gruppentyp ACL finden, dann zeigen wir so sofort diese kleine Kachel. Und wenn man drauf klickt, dann sofort kriegen wir die Mitglieder von dieser Gruppe. Das ist auch wahr, wenn wir eine Gruppe hier finden, die andere Gruppen da drin stehen hat. Und dann können wir mit diesem Group Navigator auch ein bisschen tiefer gehen, um zu sehen, wer da in diese Gruppen drin steht. Es gibt also in Notes eigentlich so ein ganz cooles Feature, wo man eigentlich herausfinden kann, was ein User mit einer Datenbank tun kann. Ne? Und das heißt Effective Access Calculation. Es gibt aber Nachteile von diesem Feature, und zwar, dass das funktioniert leider nur mit einem User gegen eine Datenbank. Ne? Also was wir in ACL Easy gemacht haben, und das ist ganz wichtig für diese Audits, ist, dass wir haben hier so eine Feature gebaut, das ist ganz ähnlich wie die Effective Access Calculation, aber wir können das mit allen Datenbanken und mit allen Usern tun. Wie funktioniert das denn? Wir wählen einfach alles in dem Main Grid hier aus, das ist Steuerung A, und dann sagen wir Show Effective Access. Dann werden wir die Zugriffsrechte für die ausgewählten User auf alle Datenbanken überprüfen. Jetzt nur für Zeit-Reason sozusagen werde ich nur ein paar Usern auswählen, so wie Anonymous. Und dann wählen wir mal ein paar Standard-Usern hier aus. Und dann sagen wir mal, ich würde gerne auch wissen, was mein Server auf seine eigenen Datenbanken tun kann. Sagen wir, okay, damit werden wir die Zugriffsrechte von 4 Usern auf alle 229 Datenbanken evaluieren. Sie können das sehen, das ist eigentlich ganz schnell. Und dann kriegen wir die Ergebnisse. Also zuerst haben wir die ausgewählten Namen. Damit können wir so eine Grouping machen. Und damit kriegen wir die 4 Namen, die wir ausgewählt haben. Dann können wir mit dem Effective Access so eine andere Kategorisierung tun. Und zwar zum Beispiel, wenn ich die Anonymous hier auswähle, dann werde ich sofort sehen, dass es eigentlich 33 Datenbanken geben, wo der Anonymous Managerrechte hat. Das ist also ein bisschen unterschiedlich von was wir in dem Main Grid gesehen haben, weil wir haben da, und jetzt erinnere ich nicht mehr, aber das war circa 12 Datenbanken, wo wir die Anonymous mit Managerrechte gefunden haben. Also die Frage ist, okay, warum haben wir Managerrechte mit Anonymous auf 33 Datenbanken? Und da gibt es noch was ganz Wichtiges hier, ist, dass wir werden nicht nur sagen, was die effektiven Zugriffsrechte sind, sondern wir werden auch erklären, warum. Also wenn wir das hier aufmachen, dann kann man hier diese Effective Membership Spalte sehen. Und zwar hier werden wir sehen, dass die Effective Membership ist Manager für diese 12 Datenbanken, weil es da ein Anonymous ACL-Eintrag gibt und das hat eigentlich Managerrechte. Aber für diese andere Datenbanken, und zwar diese ausgewählte 21 Datenbanken, Anonymous hat eigentlich Managerrechte, weil es keinen Anonymous ACL-Eintrag gibt und der Default ist auf Manager gesetzt. Ja, also das ist jetzt ganz, ganz cool, dass wir auch sehen können, warum wir diese Ergebnisse gefunden haben. Wie lösen wir das? Also zuerst müssen wir ja sicherstellen, dass die Anonymous überall vorhanden ist. Das kann man eigentlich ganz einfach tun. Und zwar, wir nehmen nur einen Eintrag hier in dem FlexiGrid und dann sagen wir Copy ACL Entries to. Und dann werden wir die Zieldatenbanken auswählen können. Aber bevor wir das tun, wir können mit der Presence kategorisieren. Damit kriegen wir die 59 Datenbanken, wo es keinen Anonymous-Eintrag gibt. Und dann können wir die einfach auswählen. Wir würden immer sicherstellen, dass wir die richtige Spalte ausgewählt haben. Und zwar, das ist die Copy-to-Spalte. Und dann mit dem Spacebar kann ich ja alles hier auswählen. Sagen wir OK. Und damit werden wir diesen Eintrag bzw. Anonymous mit No Access Zugriffsrechte zu 59 Datenbanken kopieren mit einem Klick. Okay? Das ist, wie man das eigentlich lösen kann. Gut. Also das war die Effective Access Calculation. Also wie gesagt, wir werden nicht nur die Ergebnisse zeigen, sondern auch warum. Was hier auch ganz interessant ist, ist, dass wenn wir die effektive Zugriffsrechte kalkulieren, wir werden auch die Rollen kriegen. Und zwar, das ist interessant, weil wir werden hier zeigen, die effektive Rollen. Also welche sind die Rollen, die
zu all diesen Usern zugeordnet sind. Ja, und das ist auch ganz unique, weil das kriegt man normalerweise nicht. Also hätte ich einen User oder ein paar Usern auf ein paar Datenbanken überprüfen müssen, dass die alle die richtigen Rollen zugeordnet haben, dann kann man diese Effective Access auch dafür benutzen. Also das ist, wie wir beantworten können, die Frage, wer kann was auf dem Server tun. Und für die Tre-Tools nicht so oft benutzen, ist auch ganz wichtig zu wissen, dass alles, was man in dem FlexiGrid sieht, kann man so einfach exportieren als in Steuerung A für alles auszuwählen, dann Steuerung C, das zu kopieren und dann einfach ein Excel-Sheet aufmachen und dann Steuerung V. Und damit haben wir unsere Effective Access Report auf dem ganzen Server. Okay? Also das ist ein Thema, wo wir immer schlimme Überraschungen finden in Kundenumgebungen. Und vielleicht werde ich ein paar von diesen schlechten Geschichten auch heute noch erzählen. Ich würde aber gerne sagen, dass das sieht ganz ähnlich in unserer Umgebung auch aus. Also wir fangen immer mit unserer Tools in unserer Umgebung an und wir finden immer die gleichen Probleme, die wir in Kundenumgebungen finden. Also wir sind ja auch nicht immer besser, ne? Also das ist ja irgendwas, das mit Domino einfach zu tun hat. Gut. Es gibt nicht eine perfekte Umgebung sozusagen, Ben. Oder wir haben sie noch soweit nicht gefunden, sagen wir mal so. Soweit haben wir es nicht gefunden, genau. Genau. Okay. Gut, also wir haben jetzt die Effective Access schon besprochen. Ein paar andere Dinge, die ganz interessant sind. In dem Main Grid, da haben wir nicht nur die ACL-Einträge, aber wir haben ein paar interessante Features, und zwar für Mailbox-Management. Wenn man die Mail-Files in der Umgebung anschauen möchte, dann kann man mit der Database Path so eine Kategorisierung tun. Damit finden wir alles in dem Mail-Verzeichnis. Und dann, wir haben eine ganz coole Feature hier. Und zwar, wenn wir einen Mailbox finden, dann werden wir automatisch Vergleich machen. Also wir werden für den User, also den Typ von der Person mit dem Calendar Profile Owner Feld vergleichen. Und wenn wir finden, dass der User eigentlich der gleiche Wert ist als der Owner Field Inhalt, dann sagen wir, okay, das hier ist unser Mail Owner. Jetzt haben wir hier ein Problem, wir haben einen doppelten Wert. Das ist, weil es hier um zwei unterschiedliche Datenbanken handelt. Aber normalerweise, wenn man das hier anschaut, dann kann man sehen, Joe Gowlin zum Beispiel, der ist der Mail Owner. Warum ist das cool? Weil damit können wir so eine Audit machen wegen die Mail-Ownern. Und zwar, wir haben eine Spalte dafür. Das heißt, wir können die Spalte hier einfach für eine Kategorisierung benutzen. Und damit kriegen wir alle unsere Mail-Owner-ACL-Einträge auf dem Server. Das kann man also mit dem Access-Level auch anschauen. Und dann kriegen wir die Information, dass, also normalerweise würde ich sagen, das ist am besten, wenn man zu Mailbesitzer nur Editorrechte mit Löschrechte gibt. Aber hier haben wir trotzdem 12 Mail-Files, die mir noch Managerrechte auf den Mail-Files zum Besitzen geben. Das ist also nicht gut von meiner Sichtpunkt. Also das kann ich einfach mit dem Attributes verändern. Sagen wir einfach zu Editor reduzieren. Und dann sagen wir mal, okay, der braucht noch Delete-Documents-Rechte. Ne? Und dann sagen wir Apply. Entschuldigung, also damit können wir auch Mail-Owner-Informationen überprüfen. Es gibt noch ein anderes Thema, und zwar diese rote Farben. Wenn man in ACL Easy unter Optionen diese NAB Check Presence in NAB einschaltet, ich bin jetzt nicht völlig sicher, ob das standardmäßig eingeschaltet ist, es ist aber immer eine gute Idee, das einzuschalten. Was das heißt, ist, wenn wir ACL-Einträge von dem Server laden, wir machen einen automatischen Vergleich mit dem NAB. Und zwar, wir sind daran interessiert, ob wir ein Personendokument, ein Gruppendokument oder ein Serverdokument mit diesem Namen finden. Wir werden nicht nur mit einem NAB arbeiten können, sondern alle die Names, alle die Directories, die vielleicht durch dem Directory Assistance Datenbank eingerichtet sind. Wir werden mit alles arbeiten. Und der Punkt ist, dass wir werden versuchen, sicherzustellen, dass diese ACL-Einträge immer noch aktiv sind.
Wenn wir das nicht finden, dann werden wir die rote Farben hier zeigen. Das heißt, diese Person ist eigentlich nicht mehr da. Und trotzdem hat er einen ACL-Eintrag. Und zwar in diesem Fall, trotzdem hat er einen ACL-Eintrag, der eigentlich der Besitzer-Eintrag ist. Das heißt, diese Mailbox ist eigentlich irgendwas, was zu einem User gehört, der nicht mehr mit der Firma ist. Also alle diese roten Farben heißen, dass wir haben eigentlich, und dafür haben wir auch eine Spalte, ne? Also mit dieser Spalte kategorisieren, damit sehen wir, dass wir 10 Mail-Files haben auf dem Server, die zu Usern gehören, die nicht mehr da sind. Ja? Das können wir so ein bisschen später noch anschauen. Das war auch eine Geschichte mit einem Kunde, den ich besucht habe. Und zwar, wir haben mehr als 100 von dieser inaktiven Mailboxen gefunden. Und wenn wir das tun, dann bin ich immer ein bisschen froh, wenn ich irgend sowas finde. Und dann, ich habe ihr gezeigt, schau mal, wir haben so viele inaktive Mailboxen gefunden. Die haben mir gesagt, okay, das ist aber nicht ein eindeutiges Problem, weil das machen wir einfach so. Wir haben ja Angst, von Datenbanken rauszulöschen, weil das weißt du nicht, ob der nächste Person diese vorherige E-Mails braucht oder nicht. Aber die haben mir dann gefragt, gibt es eine Möglichkeit, diese inaktive Mailboxen zu auditieren, um herauszufinden, ob da einen richtigen User gab innerhalb den letzten 3 Monaten, der diese Mailboxen benutzt hat. Und diese Frage werden wir noch später mit Database Easy überprüfen. Also, wie kann man den ganzen Server, und zwar alle ACL-Einträge nach inaktiver oder ungültiger ACL-Einträge auditieren? Wir können einfach mit dieser Spalte isName in eine NAB, eine Kategorisierung tun. Damit kriegen wir die 378 Einträge. Das kann man eigentlich schon von hier sofort auslöschen, aber das ist vielleicht nicht eine gute Idee. Zum Beispiel, da kann man hier sehen, wir haben meinen ITRE-ID da drin. Das ist aber eine Ausnahme, weil ich wurde cross-zertifiziert, habe aber trotzdem keine Personendokumente in NAB. Ne? Also das ist sowieso eine False Positive in diesem Fall. Glücklicherweise haben wir in jeder Spalte diese kleinen Zeichen, wo wir eine Menge von Filteroptionen finden können. Und zwar in diesem Fall würde ich einfach sagen, zeig mir nichts, das mit dem ITRE Certifier zu tun hat. Und damit haben wir diese False Positives, also diese Ausnahmen ausgefiltert. Wir können dann weitergehen und mit dem Typ auch eine Kategorisierung tun. Damit sehen wir, was für ungültige Einträge haben wir gefunden. Es gibt ganz viele Personentyp-Einträge, ganz viele Servern. Und dann kann man auch mit dem Namen so eine andere Kategorisierung tun. Damit kriegen wir den Namen von alle diese Personen, die nicht mehr da sind. Und wenn wir sichergestellt haben, dass diese Personen wirklich nicht mehr da sind, dann können wir die einfach auswählen und sagen, okay, ich würde gerne alle dieser mit dem Delete-Rechte auslöschen. Und dann kann man das mit alle Datenbanken und alle diese ungültigen ACN tun. Gut, also das ist, wie man ein bisschen die ACN aufputzen kann. Und dann zum weiteres Thema. Es gibt hier ganz unten ein Feature, das nicht so bekannt ist. Das ist, was ich immer mit Kunden finde. Und zwar dieser Global ACL Properties Panel. Worum das geht hier, ist, wir werden hier einen Eintrag für jede Datenbank, die wir geladen haben, zeigen. Und dann werden wir alle die Eigenschaften, also die ACL-Eigenschaften hier zeigen. Zum Beispiel, eine von dieser berühmten Einstellungen ist die Administration-Server. Und zwar, wenn wir die Administration-Server für alle Datenbanken überprüfen möchten, können wir damit eine Kategorisierung tun. Und dann sehen wir, dass wir 42 Datenbanken haben ohne Administration-Server-Settings. Das ist also nicht gut. Dann können wir diese Datenbanken direkt von hier auswählen und dann einfach sagen, da würde ich gerne die erweiterte ACL-Eigenschaften editieren. Und dann wähle ich einfach den Administration-Server aus. Und zwar, da kann man auch die Consistent Replication einschalten oder ausschalten. Und dann kann ich die Zugriffsrechte hier auswählen und dann einfach OK sagen. Und damit werden wir den Administration-Server für alle diese Datenbanken updaten. Okay? In dem gleichen Panel haben wir noch was anderes. Und zwar, es gibt immer Fragen wegen ACL-Editierung. Wie kann man eigentlich sehen, wer was gemacht hat? Ne?
Und da gibt es die Geschichte-Notes, wo man die ACL-Protokoll, also die ACL-Geschichte sehen kann, wer hat die ACL eigentlich verändert. Und zwar, das ist aber leider nur Datenbank pro Datenbank, also für einzelne Datenbanken vorhanden und zugriffbar. Was wir hier haben, ist, wir können eine Datenbank auswählen und dann sofort die Geschichte kriegen. Aber das geht auch mit allen Datenbanken. Also ich kann auch meine 229 Datenbanken auswählen und sagen Show History. Damit kriegen wir ja alles. Und das ist ganz schnell. Das kann man mit dem Database Title kategorisieren. Und dann sag mal, dass ich jetzt gerne alles finden möchte, das von dem John Admin verändert wurde. Und dann haben wir ja das alles gefiltert in einem History. Und da kann ich sehen, welche Datenbanken beziehungsweise die ACL in Datenbanken von John Admin bearbeitet wurden. Okay, also das ist die ACL-Geschichte auf dem ganzen Server. Gut, okay. Wir haben schon ein bisschen über Gruppen gesprochen, aber es gibt noch dieses Thema mit dem NavGroup Navigator. Mit dem NavGroup Navigator können wir mit Gruppen in alle unsere Names und Addressbooks in der Umgebung arbeiten. Und zwar, es geht hier darum, dass wir nicht nur mit den Gruppen arbeiten werden, die in ACL benutzt werden, sondern alle Gruppen in der Umgebung. Da kann man den Group Navigator einschalten. Das heißt, wir werden nicht auf der ersten Ebene stoppen, sondern wir werden so tief wie möglich die Gruppenmitgliederschaft auflösen. Und zwar, da gibt es ein paar Filtern hier, wo man sofort nach problematischen Gruppen suchen kann. Zum Beispiel Recursive Groups, das heißt, Gruppe A beinhaltet Gruppe B und dann Gruppe B beinhaltet Gruppe A, das ist nicht so gut. Da können wir nach Lehrergruppen suchen, dann Gruppen, die in andere Gruppen referenced sind, aber die nicht da sind. Gruppen mit dem Typ ACL-only, aber mit E-Mail-Adresse da drin und so weiter und so fort. Sagen wir mal Load, damit werden wir alle unsere Gruppen auflösen, um zu finden, was wir da haben. Also das können wir sofort in dem Tree-Layout sehen, dass wir eine Menge von leeren Gruppen haben. Dann können wir sofort andere Probleme mit der roten Farbe sehen. Zum Beispiel hier haben wir ein paar Einträge, die sind, also wie gesagt, die sind immer noch false positive sozusagen. Aber hier haben wir schon ein paar richtigen Usern, die nicht mehr da sein sollten. Dann kann ich diese Gruppen direkt von hier bearbeiten, also ohne, dass wir die Gruppen in einem Notes Client aufmachen müssen. Sagen wir einfach Remove Members from Groups und das war's. Und das geht auch mit anderen Operationen, beziehungsweise wenn wir mehr Mitglieder in Gruppen hinzufügen möchten, dann können wir das auch direkt von hier tun, Add New Members und dann einfach die Members hier auswählen und dann OK sagen. Also das war einer von den schmerzhaftesten, okay, wie sagt man das? Also einer von den schlechtesten Dingen, die ich immer als Administrator tun musste, ist mit den Groups, also mit den Gruppendokumenten im Notes Client zu arbeiten. Das möchten wir ein bisschen hier verbessern. So, da haben wir diese Tree-Layout, aber es gibt auch eine Grid-Layout und das heißt, wir werden die gleiche Information anzeigen, aber in unserer Flexi-Grid. Wie das dann aussehen wird, ist, wir werden die Gruppennamen auf der linken Seite in dieser Spalte anzeigen und dann zeigen wir die Members in einer anderen Spalte. Das erlaubt uns zum Beispiel, so eine Kategorisierung mit den Members zu tun. Damit kriegen wir eine Liste von alle unseren Usern und die Menge von Gruppen, zu welche die gehören. Da können wir auch eine interessante Feature hier benutzen, und zwar diese Sort All Groupings by the Account. Hätten wir die Usern finden müssen, die zu den meisten Gruppen gehören, können wir das hier benutzen. Und zwar dann können wir sofort sehen, dass die Usern, die zum meisten Gruppen gehören, sind der John Admin und Dorothy Parker, die gehören zu 12 Gruppen. Okay? Wir haben hier auch die Möglichkeit, sofort diese ungültige Mitgliederschaften zu finden, beziehungsweise mit dem IsAnyB. Also das ist, wie man nach ungültiger Gruppe Mitglieder suchen kann. Das ist, wie das hier aussieht. Wieder werden wir dieses Problem haben mit meinem ITRE-Eintrag, weil das wird so eine False Positive sein. Da kann man hier wieder ein Filter dafür benutzen. Also sagen wir, können das not contain.
Und dann gibt es noch eine andere Geschichte, und zwar, dass wir auch hier unterschiedliche Typen von Gruppen hier gefunden haben. Und zwar ein paar von diesen ungültigen Gruppenmitglieder gehören eigentlich zu Deny-Access-List-Gruppen. Also von diesen Gruppen würde ich diese User gerne nicht entfernen. Das heißt, wir können eine andere Filter auf dieser Spalte benutzen. Das kann eine Value-Filter sein. Und dann sagen wir, okay, einfach dieses Wert auswählen. Und damit kriegen wir alles, was wir entfernen möchten, einfach alles auswählen und sagen, remove members from groups. Und damit haben wir den ganzen NAB aufgeräumt. Okay? Das ist ein paar Dinge nach Security, und zwar Sicherheit, und auch um sicherzustellen, dass unsere Umgebung ganz, ganz schön und aufgeräumt ist. Das kann man alles mit ACL Easy tun. Gut, es gibt hier eine Frage, und zwar ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es ist eine Frage, und zwar die Frage ist, kann man auch Presence in NAB für andere Speicher prüfen, die nicht im DA konfiguriert, aber auf dem Server als Replik vorhanden sind? Das ist eine sehr gute Frage. Das glaube ich nicht. Funktioniert das eigentlich so? Also heißt das, dass wir Repliken von dem Names.nsf auf dem gleichen Server haben? Ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass das eigentlich funktionieren würde wegen Authentifizierung. Aber hier, was wir machen werden, ist, wir werden automatisch die NABs durch den DA suchen. Da gibt es auch eine Möglichkeit, so eine Custom NAB hier auszuwählen. Also das können wir auch tun. Das kann man unter Group Navigator hier einrichten. Also da kann ich mal sagen, hier Optionen, und dann da kannst du mal sagen Check Presence, und dann kannst du so eine Default NAB hier auswählen. Ja? Das ist, wie das funktioniert. Okay. Also noch ein paar Okay. Nein, also standardmäßig oder by default sozusagen, wir werden den names.nsf nehmen, aber für den Check Presence, da kannst du den Custom NAB auch auswählen. Okay. Noch eine Frage gibt es hier von dem Thorsten. Okay, danke schön. Das wusste ich nicht, ob das ACL ist. Also kann man alle ACL von den Datenbanken einlesen und abspeichern, so dass man diese Einstellungen alle wieder zurückschreiben kann? Also ein Backup der ACL-Einträge durchführen. Das ist auch eine gute Frage. Leider funktioniert das nicht so. Die gute Nachricht aber ist, dass wir können immer die momentane, also wie das momentan aussieht, kann eigentlich ganz einfach zu einer Excel-Datei gespeichert sein, also einfach Steuerung C, Steuerung V, damit wir so eine historische Datei haben, von wie das aussah, und dann hätten wir Modifikationen gemacht und alles gespeichert und das zurück kriegen möchten, dann haben wir die gleichen Möglichkeiten, beziehungsweise wir können diese Mass Modifications auch dafür benutzen, mehrere Datenbanken wieder zurück zu verändern, ja? Also mehrere ACL-Einträge zurück zu ändern. Also wie gesagt, alles, was man hier speichern möchte, wird nicht automatisch gespeichert. Da gibt es die Möglichkeit, immer zu sagen, ich würde gerne diese Datenbanken neu laden. Das heißt, wir machen so eine Cancel auf alle unsere Modifikationen. Wenn man das alles gespeichert hat, dann sieht man immer noch in der Spalte Status, dass irgendwas verändert wurde. Und dann können wir immer noch mit einer Excel-Datei arbeiten, die uns protokolliert, was die vorherige Status war. Ne? Also so eine einfache XML-Export und Import für ACN haben wir hier nicht. Das wird aber so sein mit Agenten. Also das werden wir später noch anschauen. Gut, also Dankeschön für die Fragen, das ist immer sehr gut.
von euch zu hören. Und zwar, es gibt noch ein anderes Thema also mit Time Management, das ist nicht eine von meinen besten, Traits, aber Eigenschaften, genau. Es kam noch ein. Ich bin mir gerade zuvor gekommen, ich war gerade dabei. Bitte? Ich war gerade dabei, dich zu rügen wegen der Zeit. Okay. Gut, also es gibt noch ein anderes Thema zum Sicherheit und das ist auch irgendwas, was ich in Kundenumgebungen immer tue und zwar mit ScanEasy. Das hat jetzt mit HTTP-Passwörter zu tun. Das ist ganz wichtig, dass man die neueste Passwortversion benutzt dafür und zwar das ist dieser hier, die Upgrade More Secure Internet Password oder und muss man das eigentlich in einem Directory-Profil auch einsetzen. Da sollte man eigentlich diese Option hier auswählen. Weil andererweise haben wir diese alten Passwörter und dann, das heißt, dass wir können einfach eine Ansicht basteln, wo man alle diese Passwörter sehen kann und dann, wir können auch ganz einfach herausfinden, was das Passwort von diesen Leuten sind. Wie können wir das mit ScanEasy auditieren? Zuerst brauchen wir alle unsere Personendokumente im NAB und dann sagen wir Dev da dran. Also für die, die auf dem ScanEasy-Webinar teilgenommen haben, dann ist es schon ganz einfach hier zu verstehen, wie das funktioniert. Wir brauchen den HTTP-Passwort-Feld und dann sagen wir einfach Values. Damit werden wir das Wert von dem HTTP-Passwort-Feld auslesen für alle Dokumente. Und dann die Frage ist, also es gibt drei unterschiedliche Hash-Versionen in Domino. Wir können hier die unterschiedliche wie sagt man das, André? Also die Länge, ne? Oder? Länge, genau. Also die Länge kann man hier sehen, das sind die zwei, also das hier ist die neueste Version, das hier ist die vorherige Version von diesen Hash-Eigenschaften. Da können wir eine Custom-Spalte hier einrichten und zwar dafür werden wir eine ganz einfache Formel hier benutzen und zwar Length HTTP-Passwort. Damit werden wir eigentlich unsere, also sagen wir hier Evaluate, damit werden wir alle unsere Personendokumente nach der Version von dem Hash kategorisieren. Und da sehen wir sofort, das sieht nicht gut aus. Also obwohl es gibt schon ein paar hundert Leute, die neueste Version der Hash benutzen, das ist gut. Es gibt immer noch mehr als 1200 Leute, die immer noch die vorherige Hash benutzen, das ist Hash Nummer 2. Und es gibt noch 25 Leute, die die älteste Version der Hash benutzen. Und das Problem damit ist, dass wenn man nach Wert kategorisiert, da können wir sehen, dass 24 von diesen Leuten auch den gleichen Passwort benutzen. Okay? Wie können wir das hier beheben? Also zuerst sieht man das in ScanEasy, dann können wir eine neue MySelection anlegen. Und dann machen wir das einfach zu. Also wie gesagt, meiste von diesen Leuten, beziehungsweise 24 Leute, hatten die das gleiche Kennwort. Was heißt das? Das ist wahrscheinlich ein sehr einfaches Kennwort. Wie können wir das überprüfen hier? Wir können auch versuchen, das herauszufinden. Und zwar so, verify password. Und dann sagen wir, Passwort gegen das, was in dem HTTP-Passwortfeld drinsteht, das ist ein Zero. Okay, versuchen wir Kennwort. Und das ist ein 1. Das heißt, alle diese 24 Leute benutzen Kennwort als Kennwort. Ja, das ist das Problem mit der ersten Version der Hash. Wie können wir das jetzt beheben? Wir können eigentlich zum Beispiel den HTTP-Passwortfeld auswählen und sagen, wir machen eine temporäre Passwort. Wir machen mal Modify. Und dann wir werden ein Hash-Password-Formel benutzen, das wird sofort zum Version 2 upgraden. Und dann sagen wir, okay, mach mal erster zwei Buchstaben von dem Vorname und dann den Last Name als Passwort einrichten. Okay, das sieht nicht gut aus. Gut, okay, jetzt. Oder? Nein. No, okay, da muss man den Plus benutzen. Gut, also machen wir Apply. Und damit haben wir diese Passwort-Hash-Version ein bisschen updated. Das sieht also ein bisschen unterschiedlich aus. Wenn wir das jetzt für alle diese Usern wieder auslesen, dann werden wir sehen, dass wir nicht, also keine Werte haben, die gleiche sind.
Ja, also zumindest sieht das so aus. Und dann müssen wir diese Usern ein E-Mail schicken oder sicherstellen, dass die das Kennwort modifizieren. Also das ist auch eine andere Auditmöglichkeit zum Thema Sicherheit in ScanEasy. Gut, also nächstes Thema. Springen wir ein bisschen über Database Easy. Also beim Database Easy geht es meistens um Database-Verwaltung und es gibt mehr als 130 Datenbank-Eigenschaften hier in Database Easy. Was passiert, wenn wir den Server öffnen? Wir werden die Datenbank auf der linken Seite laden und es gibt die Möglichkeit, diese Datenbank auszuwählen und wir werden hier bemerken, dass das Prozess fast sofort passiert. Ne? Das ist, weil wir eine zweistufige Ladenprozess haben, nur um sicherzustellen, dass wir wirklich optimisiert sind. Also wenn man die Datenbanken hier auswählt, womit man arbeiten möchte, dann muss man von der Rechtsmaus-Taste-Menü den Load Complete Database Information auswählen. Damit werden wir ca. 50 Datenbank-Eigenschaften auslesen, aber die erste 80 Datenbank-Eigenschaften kommen eigentlich sofort, weil wir dafür eine bestimmte Methode haben, von dem Server nach diesen Eigenschaften zu fragen. Wenn das da fertig ist, dann selbstverständlich mit 130 Datenbank-Eigenschaften. Es gibt so viele Möglichkeiten, unsere Datenbank zu auditieren, also nur ein paar Ideen, um den Server zu überprüfen. Zuerst, wir haben hier diese Grid Manager. Das ist irgendwas, was immer in einem Flexi-Grid da drin steht. Das ist eine Möglichkeit für uns, alle die Spalten bzw. die vorhandenen Spalten zu sehen. Da können wir sagen, wir würden gerne alles hier auswählen und damit machen wir alle die Spalten angezeigt. Eine von den Spalten, die immer ganz interessant ist, ist die ODS-Version. Also alle Datenbanken auf dem Server nach ODS kategorisieren. Und jetzt muss ich sagen, ich bin nicht so stolz, aber das sieht auch meistens beim Kunden so aus. Ich musste eigentlich schon 52 für alle meine Datenbanken haben. Trotzdem habe ich 109, die immer noch Version 6 ODS haben. Das ist nicht gut, weil das ist ein bisschen so wie eine neue iOS-Version. Wenn man zum neuen iOS nicht updatet, dann kann man die Animojis auch nicht benutzen zum Beispiel. Ne? Das war ein doofes Beispiel, aber einer von den Notes-Beispielen ist, dass wenn man R6 hat, dann kann man keine DAOs benutzen für diese Datenbanken. Also auf jeden Fall, das ist ganz, ganz wichtig. Was kann man damit tun? Man kann eigentlich auf dem Server diese Notes in die Linie setzen, create R8 oder R9 Databases equals 1 und dann muss man nur einfach eine Compact auf diese Datenbanken laufen lassen. Wie machen wir das von Database Easy? Da können wir entweder die Datenbanken hier auswählen und zum Console Commands gehen und dann einfach Compact auswählen. Aber es gibt immer diese Geschichte, okay, wie kann ich das tun, damit ich den Server nicht runterfahren muss. Dafür gibt es eine Switch in den neuen Domino-Versionen und zwar diese Dash-Replica, glaube ich. Aber ich bin nicht sicher. Dafür haben wir diese Button hier, wo wir sofort sehen können, die Typen von Compacts, die wir senden können. Und wir haben auch eine ganz kleine Erklärung. Das hat mir so viel Zeit gespart. Also das würden wir jetzt benutzen. Da muss man aber ein bisschen aufpassen, weil jetzt haben wir sehr viele Datenbanken ausgewählt, und zwar 109 Datenbanken ausgewählt. Wenn wir jetzt alle diese Compacts zum Server schicken, dann werden wir 109 Compact Threads laufen lassen und das ist nicht eine gute Idee für den Server Health sozusagen. Also am besten vielleicht für so viele Datenbanken nicht Console Commands benutzen, sondern von Tools ein IND-Datei exportieren und dann das kann man mit einem Compact prozessieren. Okay? Und das ist unsere ODS-Version. Es gibt noch was anderes. Wir haben hier Encryption zum Beispiel. Also das ist immer davon abhängig, was ihre Firmen möchten. Es gibt schon Firmen, die immer sagen, alles ja auf dem Server sollte mit dem Server ID-Datei verschlüsselt sein. Und es gibt ganz viele Firmen, die sagen, wir möchten gerne keine verschlüsselte Datenbanken auf dem Server haben. Das kann man hier auch sicherstellen. Und zwar, normalerweise würden wir vorstellen, dass es nur zwei mögliche Statusen geben. Und zwar
verschlüsselt und nicht verschlüsselt, aber das sieht nicht so aus. Mit dem Set, das heißt, das hier ist eine verschlüsselte Datenbank. Ja? Mit dem Unset, das heißt, alle diese Datenbanken sind nicht verschlüsselt. Aber es gibt auch die To-Be-Set, das heißt, diese sind Datenbanken, die momentan nicht verschlüsselt sind, aber die wurden als verschlüsselt markiert. Da muss es noch aber ein Kompakt stattfinden, damit die Verschlüsselung passiert. Und die gleiche Information zum To-Be-Unset, das heißt, diese sind momentan verschlüsselte Datenbanken, die als nicht verschlüsselt markiert wurden, aber da muss man immer noch so eine Kompakt laufen lassen. Also das ist auch ganz cool, dass wir alle diese mögliche Statusinformationen sehen können. Ein paar andere Dinge. Wir haben hier den Space Use Percentage, ne? Und das ist auch ganz cool, aber wenn man in den Notes, in den Admin Client das anschaut, wird man die gleiche sehen. Also hier zeigen wir eine Fragezeichen. In dem Admin Client würde man NA sehen für Non-Applicable. Das heißt, das hier ist eigentlich keine Eigenschaft. Das ist irgendwas, was immer kalkuliert werden muss. Und zwar dafür haben wir in DDBC eine Möglichkeit zu sagen, Load Current Space Used. Da werden wir ganz schnell diese für alle ausgewählte Datenbanken kalkulieren. Und da können wir sofort sehen, dass wir eine Menge von Datenbanken haben, die weniger als 95% dem Festplatte benutzen. Ja? Wie können wir damit arbeiten? Also wieder, da werden wir eine Console-Command benutzen, und zwar entweder Compact oder DBMT. Wieder, wir haben eine große Selection von Datenbanken, also am besten mit einem IND-Datei arbeiten. Okay. Gut, ein paar andere Dinge, die auch noch interessant sind. Wir werden jetzt Informationen sowie die Permanently Delete Documents After oder Deletion Stub Lifetime auch zeigen können. Wenn wir irgendwas hier finden möchten, dann es gibt diese A-to-Z-Repräsentation. Da kann ich nach Eigenschaften finden. Eigenschaften suchen und dann kann ich die doppelklicken und damit sind wir gerade da. Da können wir mit den Deletion Stub Lifetime auch kategorisieren. Da können wir sehen, dass die standardmäßige, das standardmäßige Wert ist 90, aber es gibt eine Menge von Datenbanken, die weniger als das behalten. Das ist wahrscheinlich nicht eine gute Idee, weil da kommen ganz viele Dokumente zurück, wenn wir nicht richtig replizieren. Da kann man damit auch unter Miscellaneous Properties kann man damit arbeiten. Ne? Da können wir mal das als 90 setzen. Gut, das war die Deletion Stub Lifetime. Ein paar andere Dinge noch. Wir haben auch Template-Informationen. Also wir können mit Inherit so eine Kategorisierung tun, nur um zu sehen, dass die Typen von Schablone auf dem Server, die wir haben, die sind die Schablone und dann können wir sofort die Datenbank sehen, woher also die diese Schablone benutzen. Also meiste von meinen Mail-Files benutzen ja die STDR85-Mail-Schablone. Das kann ich auch so kombinieren, dass ich den Pfadinformationen auch benutze, beziehungsweise dann würden wir unseren Mail-Folder hier anschauen können und sehen, dass wir eine Mail-Datei haben, die keine Schablone-Einstellung hat, und es gibt diese andere, die die R85 benutzen. Es gibt aber was anderes, und zwar es gibt diese meistens versteckte Schablone-Informationen, und zwar diese Template-Version 853. Also die .3-Version ist auch da, aber das kann man normalerweise nicht editieren und auch nicht für mehrere Datenbanken sehen. Was wir hier tun, ist, wir haben die Template Build Properties auch da, und zwar, da kann ich mit den Template Build Version eine Kategorisierung tun, und zwar, da können wir sehen, dass die sind die unterschiedliche .x-Versionen für diesen Template. Ja? Also, das ist auch ganz interessant, das kann man auch direkt von Database Easy durch diese Template Build Properties editieren. Wegen Mailboxen, das ist auch ganz wichtig, was für Quoteeinstellungen wir haben. Und das ist auch ganz einfach zu auditieren. Und zwar einfach Quota-Limit finden und dann sagen wir, okay, 15 haben keine Quota und dann es gibt unterschiedliche Werte. Hätten wir die Quotas als standardmäßig hier für unsere Mehrfalls erstellen müssen, dann können wir einfach durch Edit Quota Properties den Limit und den Warning Threshold auch
editieren. Okay? Gut, es gab diese Frage mit ACL Easy, wie könnten wir mit ungültiger oder nicht benutzte Mailboxen arbeiten? Wie könnten wir herausfinden, ob die wirklich benutzt werden? Das kann man ganz einfach tun. Also hier haben wir die Mail-Owner-Information auch. Also wenn wir einen Mail, einen Kalenderprofil erfinden, dann werden wir das auch sofort zeigen. Und zwar, da werden wir auch die rote Farben anzeigen, wenn wir den Mail-Owner nicht finden. Und damit können wir wieder eine Kategorisierung tun. Also da sind unsere Mail-Files, die den Mail-Owner-Informationen zeigen, die nicht in der Umgebung existieren oder vorhanden sind. Also wie können wir herausfinden, was mit diesen Mail-Files innerhalb in den letzten 3 Monaten passiert hat? Wir können einfach die auswählen und dann unter Tools gibt es diese User Activity Analyzer. Und da sagen wir einfach, zeig mir alles, was da in den letzten 3 Monaten passiert hat. Und sagen wir, okay. Damit werden wir die aufgezeichnete Usage-Information hier auditieren. Und zwar, es gibt da immer diese Frage, dass wenn man diese Activity anschaut, dann sieht man meistens Einträge, die man nicht interessieren. Zum Beispiel, es wird ganz viele Administratoren da geben. Es gibt ja Servern und so weiter und so fort. Wir würden gerne wissen, dass von dieser ausgewählten 19 Datenbanken, welche wurden von eigentlichen Usern benutzt. Wie machen wir das? Unter User, in der Spalte User, können wir unter Values einfach den Servern und den Administrator hier ausnehmen und dann sagen wir, okay, kategorisieren wir mit dem Database Title und wir können sehen, dass von diesen 19 ausgewählten Datenbanken nur 2 Datenbanken von eigentlichen Usern benutzt wurden. Bei dem Kunde, wo wir das gemacht haben, wir haben gefunden, dass wir mehr als 100 nicht benutzte Datenbanken und von dieser wurden nur 5 Datenbanken eigentlich benutzt bei Usern. Also die anderen Datenbanken haben wir einfach archiviert und einfach 100 GB damit auf dem Server aufgeräumt und freigemacht. Ja? Also das ist Database Easy und ein paar Möglichkeiten für so eine Health Check Audit. Gut. Okay, jetzt haben wir nicht so viel Zeit mehr. Also gehen wir mal zum nächsten Tool. Es geht hier um Agent Easy. Also beim Agent Easy, das ist ganz ähnlich wie Database Easy und ACL Easy, funktioniert mit einem Server. Und zwar, es geht hier um Agenten. Okay, ist ganz einfach. Also im Prinzip geht es darum, dass wir alle unsere periodischen Agenten finden können. Und zwar mit alle ihrer Eigenschaften zusammen in diesem Grid anzeigen werden. Das ist ganz unique, weil normalerweise würde man den Designer-Client dafür benutzen, die Agenten zu sehen und zu editieren. Das kriegt man auf dem ganzen Server mit Agent Easy. Definitiv können wir hier nicht nur nach periodischen Agenten suchen, sondern wir können auch alle Agenten auswählen, hätten wir das tun müssen. Und ganz ähnlich wie in Database Easy haben wir hier wieder die Herausforderung, dass wir zweimal die Daten laden müssen, weil zuerst geben wir nur ganz grundsätzliche Informationen über die Agenten, aber danach muss man die Agenten auch öffnen, damit wir Informationen sowie die Geschichte von Agenten auch laden können. Gut, was kann man damit tun wegen so einer Audit? Das ist ganz interessant. Zum Beispiel, wir werden jetzt sofort zeigen, alle die periodischen Einstellungen. Also wann sollten diese Agenten laufen? Und das ist ganz interessant, wenn man das auf dem ganzen Server anschaut. Zum Beispiel, also lass uns mal mit dem Schedule Type so eine Kategorisierung tun und lass uns mal mit dem Agent Schedule so eine andere Kategorisierung tun. Da können wir jetzt sehen, dass wir haben 148 tägliche Agenten da. Und von diesen 148 haben wir 116 Agenten um 1 Uhr. Das sieht also nicht gut aus, aber wir haben jetzt noch nicht angeschaut, ob diese Agenten eingeschaltet sind oder nicht. Das können wir aber hier korrigieren und dann kriegen wir die Information, dass es eigentlich 52 eingeschaltete periodische Agenten auf diesem Server geben. Von dieser haben wir 35, die täglich laufen und auch noch 28,
23, die um 1 Uhr losgehen sollten. Das ist ein bisschen zu viel, wenn man den ganzen Tag anschaut. Also da, damit können wir hier arbeiten und sagen, okay, diese ausgewählte 6 oder das ist 8 Agenten sollten wahrscheinlich nicht um 1 Uhr, sondern 1 Uhr von 30 laufen sollen und so weiter und so fort. Also da kann man Entscheidungen machen, weil man eigentlich sieht, wie alles hier wegen periodischer Agenteinstellungen eingerichtet ist. Also das ist die Einstellungen, die ganz interessant sind. Wir haben auch noch die Run-On-Settings, also auf welchem Server sollten diese Agenten laufen. Wenn man damit die Agenten kategorisiert, dann kriegt man wahrscheinlich ganz viele Server, die man nicht sehen möchte. Also es gibt eine Menge von Datenbanken, die nicht zu dieser Umgebung gehören. Und dann kann ich einfach die Agenten auswählen und sagen, ich würde gerne den Run-On verändern. Und zwar, ich würde diese gerne auf ECMI01 laufen lassen. Okay? Es gibt noch auch Agenten hier, 12 Agenten, die auf jedem Server laufen sollten. Das heißt, hätte ich Repliken für diesen Agenten, dann würden die Agenten in alle Repliken laufen. Und wir können zum Beispiel hier sehen, Agent Updates All Person Documents. Also es gibt eine Dokumentmodifikation hier. Hätten wir Repliken für diese Datenbank, dann würden wir wahrscheinlich Konflikte mit dieser Agent generieren. Also das ist auch nicht gut. Am besten würde ich diese auch auf einem Server laufen lassen. Gut. Wegen die Geschichte von Agenten. Also wann sind diese Agenten letztes Mal gelaufen? Ne? Das ist eine ganz wichtige Frage. Wie kann man hier eigentlich sehen, welche sind die Agenten, die eigentlich laufen sollten auf diesem Server, aber nicht laufen? Damit haben wir die Last Run Start Date. Also da können wir sehen, ups, da gibt es eine Agent, die in 2018 gelaufen ist. Das klingt nicht so gut an. Ja? Also sofort sein Problem gefunden. Andererweise haben wir die Geschichte von Agenten, wann die letztes Mal gelaufen sind. Was man hier auch sieht, ist nicht nur die Geschichte, also wann wir letztes Mal diese Agent gelaufen haben, sondern wir haben auch die Länge, also wie lange hat es gedauert für diese Agent zu laufen. Damit können wir eine Sortierung machen. Und zwar ganz, ganz schnell die längste Agente finden. Da gab es eine Geschichte bei einem Kunde, die wir besucht haben. Wir haben eine Agent gefunden, die jede Woche für 8 Stunden gelaufen ist. Wir haben gesagt, das ist ja ganz komisch. Das wurde von einem Consultant in 2009 gebaut und sollte einmal laufen. Aber seit 2009 ist dieser Agent jede Woche für 8 Stunden gelaufen. Ja. Es ist ganz schwierig, wirklich zu sehen, was diese Agenten auf dem Server tun, weil es keine Konsole für die Agenten sozusagen gibt. Okay, also zurück zu die Geschichte. Wie weiß ich, was sind die Agenten, die eigentlich laufen sollten und welche sind die Agenten, die nicht so laufen, als sie sollen? Zuerst machen wir mal eine Kategorisierung mit dem Enable Status. Damit werden wir nur die eingeschalteten Agenten anschauen. Und dann machen wir eine Kategorisierung mit dem Last Run Start Date. Das ist eigentlich nicht so praktisch, weil das ist ein Date-Time-Value. Okay? Das heißt, das wird immer unterschiedlich sein. Was wir aber tun können, ist, wir können die Format von dieser Spalte modifizieren. Wir können sagen, dass wenn wir diese Spalte für eine Kategorisierung benutzen, dann würden wir gerne nur das Jahr und keine Zeit sehen. Sagen wir okay. Und dann sieht das ganz unterschiedlich aus. Von den 52 eingeschalteten periodischen Agenten sind nur 33 in 2017 gelaufen. Und alle die anderen, und especially dieser Agent hier mit dem 2018, sollte angeschaut werden, aber alle diese anderen sollten eigentlich noch laufen, laufen sie aber nicht. Okay? Und dann haben wir die Frage, okay, warum ist das so? Ne? Und da kann man sofort den Signer-Information sehen, beziehungsweise die rote Farben, das heißt, dass der Signator, der Agent, gehört zu einem User, der nicht mehr da ist. Das ist eine von den größten Problemen in Domino. Meiner Meinung nach ist das, wenn Entwickler die Firma lassen, wenn die nicht mehr da sind, dann werden diese Agenten nicht automatisch neu signiert. Das ist also selbstverständlich so, wenn es keine Signer-ID eingerichtet wurde. Aber auf jeden Fall mit Agent Easy kann man diese Probleme finden.
Und dann können wir das so lösen. Also hier geht es um unterschiedliche Agenten in unterschiedlichen Datenbanken. Aber trotzdem können wir das so lösen, dass wir die Agenten Rechtsklick anklicken und dann können wir diese Agenten zu SignEasy anpassen. Und in SignEasy können wir die automatisch mit einer ausgewählten ID-Datei signieren. Okay? Also, das sind ein paar von den Dingen, die wir mit Agent Easy auditieren können. Ich habe irgendwas hier vergessen, und zwar das Thema Sicherheit. Da haben wir auch die Runtime Security Level. Wo ist das? Machen wir mal den Grid Manager auf. Da haben wir nicht alles hier angezeigt. Also, da gibt es diese Runtime Security Level. Da können wir alle unsere Agenten nach Runtime Security kategorisieren. Und da können wir sehen, dass es 47 Agenten geben mit Restricted Operations Full Access Admin. Das ist nicht gut. Also je weniger, desto besser. Und ich würde mal sagen, alle diese eigentlich signierte Agenten mit solche hohe Zugriffsrechte sollten eigentlich mit dem Source Code angeschaut werden. Ja? Okay, gut. Also das war Agent Easy. Und es gibt keine Frage. Das heißt, ich mache irgendwas entweder ganz gut oder ganz schlecht mit dem Erklären, aber bitteschön wieder, wenn Sie was davon halten, wenn es gut ist oder schlecht ist oder wenn es Fragen geben, bitte lassen Sie uns mal wissen. Ja? Gut. Super. Also. Aufgedacht. Ah, alles super, perfekt, Dankeschön. Danke, Thorsten. Okay, super. Gut, gut, gut. Also nach Agenten, also wir haben noch drei Produkte, die ich besprechen möchte. Es gibt ein Produkt, das wir ganz, ganz, ganz schnell besprechen werden, SignEasy, weil wir haben jetzt ein bisschen über Signaturen gesprochen. Also SignEasy wird, ich glaube, bei meisten von Ihnen benutzt. Es gibt aber ein nicht so bekanntes Feature. Und zwar, normalerweise geht es darum in SignEasy, dass wir ein Tool geben, wo man eine Datenbank aufmachen kann, Design-Element auswählen kann und dann können wir entscheiden, ob wir signieren oder auditieren möchten. Und dann können wir das so tun, dass das ein bisschen mehr bequem ist, als wenn man das in einem Designer-Client tut. Wenn man so eine Audit tut, dann kriegt man sofort die unterschiedlichen Signaturen, beziehungsweise da kann ich nach den Signer kategorisieren. Da können wir sehen sofort die rote Farben. Das heißt, Trevor, der ist nicht mehr da. Das ist 22. Da gibt es 22 Design-Elemente, die von diesem alten Person signiert wurden. Gut, das kann man dann hier auswählen und sagen, okay, ich würde gerne alles signieren. Und zwar, da können wir auch entscheiden, ob wir das mit unserer eigentlichen ID-Datei machen möchten oder wir können eine andere ID-Datei von der lokalen Maschine auswählen. Oder es gibt diese Möglichkeit, seine IDs zu teilen, und zwar wie das funktioniert, ist, wir haben eine Hintergrunddatenbank, wo man die ID-Datei anlegen kann und dann mit dem Team teilen kann, und zwar so, dass zum Beispiel, wenn man ID-Datei mit Entwickler teilt, dann kann man eigentlich sagen, diese Entwickler müssen das Kennwort nicht wissen und die können diese ID-Datei nur für Signaturen benutzen, und zwar so, dass alles protokolliert ist. Also das ist ein ganz mächtiges Feature. Aber was das Feature ist, das nicht so bekannt ist, ist, dass SignEasy funktioniert nicht nur mit einzelnen Datenbanken. Meistens werden wir dieses Tool so benutzen, aber hätten wir eine Herausforderung, ist es Anforderung oder Herausforderung? Das vergesse ich immer, wegen Challenge. Ich glaube, das ist Herausforderung. Okay, der André ist nicht mehr da. Ich bin ganz alleine. Gut. André ist schon hier, sorry, Ben, sorry. Hast du mich was gefragt, Ben? Ja, also ich habe gefragt, ist das Herausforderung oder Anforderung? Challenge. Herausforderung. Herausforderung, ja. Okay, super. Okay, also hätte ich die Herausforderung, mehrere Datenbanken zu auditieren. Also sagen wir, dass wir hier in einer Projektmanagement-Datenbank gefunden haben, dass der Trevor nicht mehr da ist. Ne?
Wir haben das jetzt gefunden. Und der Trevor hat ja mit mehreren Datenbanken gearbeitet. Also ich würde gerne wissen, was der Trevor gemacht hat, ne? Also welche sind die vielleicht die anderen Datenbanken, wo der Trevor irgendwas signiert hat? Weil für Agenten, das wird heißen, der Trevor ist nicht mehr berechtigt, Agenten auf dem Servern zu laufen. Das heißt, wir haben ein Problem damit. Also was passiert, wenn ich meine ganze Umgebung nach Signaturen auditieren muss? Und damit kann Synesi auch helfen. Und jetzt werde ich das erklären, wie das funktioniert. Wie das funktioniert, ist zuerst, sagen wir hier, remember my settings. Okay? Synesi kommt immer mit einer Synesi-Datenbank. Und zwar, das kann man hier unter Link to another Synesi Database sehen. Das ist und meine zentrale Synesi-Datenbank hier. Wenn ich hier sage, dass meine Einstellungen gespeichert werden sollten, das heißt, wir werden, wenn ich hier Audit sage, dann wird dieser Audit als einer Program Document sozusagen in unserer Hintergrunddatenbank gespeichert. Wie sieht das aus? Wir können diese Datenbank auf dem Server aufmachen. Das ist meine Synesi-Datenbank. Da können wir sofort diese Audit-Job sehen. Wenn ich das hier doppelklicke, das kommt in Synesi auf. Und da kann ich sehen, das ist, wie das aussieht. Okay, machen wir mal was anderes. Das werde ich hier jetzt nicht brauchen. Gut, wenn ich wieder Synesi aufmache, machen wir mal ein Audit und sagen wir mal, ich würde nur bestimmte Signaturen auditieren. Und zwar, ich würde eine Audit machen, aber nur die Signaturen von Trevor suchen. Wenn ich jetzt dann meine Einstellungen speichere, das passiert beide, wenn ich Exit oder Audit sage, dann haben wir dieser Dokument hier in unserer Hintergrunddatenbank gestellt. Wir können das Setting sehen und so weiter und so fort. Also, das ist das Dokument, das Synesi sagen wird, was da gemacht werden sollte. Gut. Dann müssen wir noch definieren, wo wir diese Aufgabe wiederholen möchten. Und dafür gibt es dieses Synesi Server Batch Database. Da kann ich sagen, okay, das würde ich gerne auf Admin01 und zwar in der App Directory machen. Und da kann ich so ein anderes Dokument für Admin02 machen. Und zwar wieder App Directory und so weiter und so fort. Also da können wir diese Batch-Dokumente auf erstellen. Und dann kann ich beide auswählen und sagen, Process Documents with Current ID. Und dann kann ich auswählen, okay, was für eine Aufgabe habe ich für Synesi. Dann werde ich diese Audit machen. Und jetzt werden wir dieser, 15 oder keine Ahnung, wie viele Datenbanken, diese werden wir jetzt alle auditieren. Und zwar, wir werden nur das protokollieren, das von Trevor signiert wurde. Okay? Und das wird alles und in unsere Synesi-Datenbank gespeichert und damit kann man eigentlich seine ganze Umgebung auditieren. Okay? Jetzt machen wir eigentlich beide Servern gleichzeitig, also das ist, was passiert. Wenn das fertig ist, dann werden wir das anschauen und selbstverständlich geht das nicht nur mit Audits, sondern das funktioniert auch mit Signaturen. Also wenn wir jetzt unsere Umgebung auditiert haben, dann können wir auch so eine Signaturjob erstellen und sagen, alles, was von Trevor vorher signiert wurde, sollte automatisch neu signiert werden. Und das funktioniert auch so. Das haben wir auch mit Kunden so gemacht, dass mit Kunden, die mehr als 100 Servern hatten. Und das kann man mit Synesi so automatisch tun. Okay? Gut, also dann kommen wir noch später da zurück. Bitte? Genau, perfekt. Es gibt eine neue Frage. Aha. Und ja, Mail-Archiv-Einstellungen. Ja, dafür werden wir jetzt leider keine Zeit haben, weil ich habe noch zwei Tools, die ich zeigen möchte. Das funktioniert aber. Mehr Archiv-Einstellungen, die sind eigentlich keine Datenbank-Eigenschaften oder Einstellungen, die sind Profildokumente. Und zwar, es gibt drei Profildokumente da. Und die gute Nachricht, glaube ich, vielleicht habe ich das schlecht? Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben jetzt gerade einen Blogpost drüber geschrieben. Lass mich mal das hier anschauen. Also wie das funktioniert, das kann man mit den Intratools tun. Und zwar, dann würden wir
Automation dafür benutzen? Ja, ich glaube, das ist eigentlich hier, das ist unser neuester Blogpost. Und es geht ja darum, dass wir Profildokumente, also drei Profildokumente, das ist das eigentlich hier. Also das ist unsere neueste Blogpost, das können Sie hier anschauen, wie das funktioniert. Dass wir werden eine Automation-File benutzen, dafür, dass wir für Scanezy beschreiben, was Scanezy tun sollte. Und zwar, dass wir drei Profile-Dokumente auszulesen und das in eine Excel-Datei anzulegen. Und dann mit Database Easy kann man eine Menge von Datenbanken auswählen und dann diese Datenbanken mit Scanezy und zwar mit dieser Automation-File prozessieren. Okay? Also das ist alles in dem Blog. Ich habe den Link auch geschickt. Okay, super. Gut, gut, gut. Okay, also gehen wir mal weiter. Also das war Sign Easy. Bitte. Okay, jetzt ist unser Audit schon vorbei. Da haben wir unser Audit-Report hier. Okay, und zwar von zwei Servern. Das kann man so anschauen, dass man eigentlich hier alles auswählt. Das ist 23 Dokumente. Und dann sagen wir Open Selected. Das heißt, wir werden alle diese in Scanezy aufmachen. Und dann wir können den Audit-Report für den beiden Servern und alle ausgewählten Datenbanken sehen. Und wir können sehen, dass es ein paar Datenbanken geben, wo wir Trevor da drin haben. Wenn wir jetzt sie erstellen möchten, dann können wir Textfilter machen und dann sagen Trevor. Und dann können wir sofort die Datenbanken sehen, wo der Trevor Signaturen hat. Ne? Also jetzt haben wir nicht den ganzen zwei Servern auditiert, aber das kann ein paar Stunden laufen und in die ganze Umgebung auditieren. Also das ist ganz, ganz mächtig. Gut. Also weiter zum Replikationsthemen. Also Replikationsthemen sind auch hier ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist auch irgendwas, was wir immer mit Kunden on-site und auch durch diese Tandem-Jumps machen. Dafür werden wir Replication Easy benutzen. Und zwar beim Replication Easy geht es darum, dass wir alles, was da mit Replication schief laufen kann und läuft auch meistens schief, das werden wir hier auditieren können. Wir werden den Servern auswählen, womit wir arbeiten möchten. Das wird drei Servern sein in meinem Fall. Aber wir können bis zum 1000 Servern arbeiten. Und zwar, wir werden hier auf der linken Seite alle drei Servern auswählen. Was man damit kriegt, ist eigentlich eine Spalte pro Server. Und dann werden wir die Inhalte von diesen Servern, beziehungsweise die Datenbanken, die wir auf diesen Servern haben, auch anzeigen. Und wir werden die Repliken, die wir gefunden haben, in die gleiche Reihe anzeigen. Das ist also ganz gut. Hier können wir sofort sehen, für TestDB1, da haben wir zwei Repliken, und zwar auf ACK-1 und ACK-2, aber keine Replik auf ACK-3. Ne? Ganz klar. Danach haben wir noch was anderes. Und zwar, wir haben eine Common-Info-Spalte, und das ist ganz wichtig, weil da haben wir eine Spalte für die Nummer von Repliken, die wir für bestimmte Datenbanken gefunden haben. Wenn man mit dieser Spalte kategorisiert, dann kriegt man so eine ganz gute Verständnis von dem, was ich immer den Replication Landscape nenne. Das ist nicht irgendwas, was man im Notes sehen kann. Was kriegen wir hier? Wir haben jetzt die Information, dass wir 106 Datenbanken haben, die überall repliziert sind. Wir haben 32 Datenbanken, die auf zwei Servern von den drei Servern repliziert sind. Und wir haben 105, die nur auf einem Server vorhanden sind. Und da kriegt man sofort diese schlechte Überraschungen. Und zwar in meinem Fall, wir haben eine Menge von Datenbanken, die eigentlich Business-Datenbanken sind, die definitiv zumindest auf ACK-2 repliziert werden sollten. Wir haben aber keine Repliken gefunden. Wie löst man das? Man wählt die Datenbanken aus und dann sagt man Create Replica und dann können wir auf einem oder mehreren Servern sofort die Repliken erstellen. Gut. Was wir auch sehen ist, wir haben die duplizierte Repliken. Das heißt, wir haben Repliken auf dem gleichen Server und zwar mit dem gleichen Replik-ID mehr als eine Datenbank. Meistens geht das hier um diese vergessene, zurückgesetzte Datenbank. Ne? Und meistens sieht das auch so aus als hier. Wir haben hier auch eine Spalte für die Do Not Replicate Flag. Das heißt, wir werden das hier
angehakt zeigen, wenn Replikation für diese Datenbank ausgeschaltet ist. Wir können hier zum Beispiel sehen, dass für diese Template, wir haben zwei Repliken auf dem gleichen Server und keine von dieser ist für Replikation ausgeschaltet. Das hier ist ein richtiges Problem, weil wenn wir Repliken für diese Datenbank haben, dann wird Replizierung nicht die richtige, also nicht definitiv oder nicht auf jeden Fall die produktive Replika nehmen, sondern der Replikator wird zuerst die alphabetische erste Datenbank nehmen, zum Beispiel in diesem Fall. Ne? Wir haben jetzt für diese Datenbank keine Repliken auf dem anderen zwei Servern, aber hätten wir das, dann würde diese Backup zuerst repliziert, weil das kommt zuerst in alphabetischer Order. Ja? Und eigentlich, das ist die Connect-Folder, das ist der produktive Datenbank. Also diese duplizierten Repliken sind extrem important. Oh wow, ich fange jetzt gerade an, Jarlisch zu sprechen. Entschuldigung dafür. Also das ist ganz, ganz, ganz wichtig, diese duplizierte Repliken. Wir haben schon das mit Kunden gefunden, dass die Hunderte von diesen Datenbanken hatten und meistens ist auch Replikation nicht für zumindest eine von diesen duplizierten Repliken ausgeschaltet. Das heißt, da wird man große Replikationsprobleme haben. Okay, nächste Audit-Möglichkeit hier. Wir haben hier gefunden, die Datenbanken, die überall repliziert sind. Die Frage ist ja immer mit Replikation, war das eigentlich erfolgreich? Ne? Wie können wir das sicherstellen? Wie wir das sicherstellen können, ist, wir haben die Möglichkeit in Replication Easy nicht nur eine Datenbank und alle seine Repliken, sondern wir können alle Datenbanken und alle ihre Repliken auswählen und dann sagen Load Node Counters. Und damit werden wir eigentlich alle diese ausgewählten 106 Datenbanken mit alle ihre drei Repliken vergleichen und zwar nicht nur für die Nummer von Dokumente, sondern wir können auch Nummer von Designelemente und auch ein bisschen tiefer gehen, so wie Nummer von Deletion Stubs vergleichen. Sagen wir mal das, das ist 318 Datenbanken, die wir jetzt anschauen für drei unterschiedliche Dinge, also Dokumente, Deletion Stubs und Designelemente. Also das ist hier ganz eine mächtige Operation, aber das ist immer noch ganz, ganz, ganz schnell. Also das ist, wie das aussieht. Wenn wir hier unten gehen, können wir diese rote Farben sehen. Das heißt, wir haben Probleme gefunden. Wie kann man das ein bisschen besser verstehen? Wir haben hier die Spalte für Inconsistency Found. Damit können wir eine Kategorisierung tun. Damit kriegen wir alle unsere roten Farben in eine Kategorie. Und zwar dann haben wir unterschiedliche Geschichten hier, weil wir haben für drei unterschiedliche Dinge gesucht, für Design, Element, Document oder Deletion Stub Probleme. Dann können wir eine andere Kategorisierung mit dem Node Class tun. Und in diesem Fall würde ich wahrscheinlich sagen, dass zuerst würde ich gerne sehen, welche sind die Datenbanken, die mit dem Nummer von Dokumente inconsistent sind. Das sind 12 Datenbanken. Und zwar names.nsf. Wow, sieht nicht gut aus. Ne? Da kann man auch sehen, okay, auf Admin01 haben wir diese Menge von Dokumente. Auf Admin02 haben wir 600 mehr Dokumente. Ja? Also damit kriegen wir sofort die Status von unserer Replikation. Und meistens sieht man das eigentlich nicht, bis ein User uns anruft und sagt, Replikation hat ja nicht funktioniert. Das ist, warum Replikation Easy so cool ist. Wir haben auch einen Webcast darüber gemacht. Also auf jeden Fall würde ich das empfehlen. Man kann ja hier auch ein bisschen tiefer gehen, wenn man möchte, weil das kann hier von Replication Easy zu Scan Easy angepasst werden. Und dann können wir ein bisschen tiefer gehen, um zu sehen, was da für Unterschiede geben. Auf jeden Fall bitte mal unsere Webseite dafür auschecken. Da haben wir dieses Webinar aufgezeichnet über Replication Easy. Was für andere Audit-Optionen haben wir hier? Wir haben gesehen, wir können die Node Counters, also die Inhalte von Datenbanken, vergleichen. Da haben wir auch die Möglichkeit, Konflikte zu suchen, und zwar in mehrere Datenbanken und alle ihre Repliken. Wir können auch mit Selective Replikationsformel arbeiten, und zwar wir können die sammeln für mehrere ausgewählte Datenbanken und alle die Repliken. Wir können Agenten vergleichen und auch die ACN vergleichen.
durch oder across mehrere Datenbanken mit einem Klick. Okay? So, das ist, wie man ein bisschen verstehen kann, wie Replikation passiert hat. Es gibt noch ein ganz cooles Feature, und zwar, wenn man Replikationisi nur auf eine ausgewählte Datenbank öffnen möchte, dann kann man das auf dem Workspace, auf dem Arbeitsbereich mit dem Kachel auswählen, dann Replikationisi aufmachen und dann bekommen wir nur diese Datenbank hier ausgewählt und dann können wir alle die Repliken automatisch finden, und zwar mit diesem Discover Replicas Feature. Und dann, was passiert, ist, wir werden die Replikationsprotokoll, also die Replikationsgeschichte dafür benutzen, um versuchen zu öffnen alle die lebenden Repliken für diese Datenbank. Und wenn wir vorhandene Repliken finden, dann werden wir die in dem Main Grid auch anzeigen. Also wir haben jetzt die drei Spalten erhalten. Und damit kriegt man eigentlich auch die Discover Replicas Chart. Das ist eine grafische Darstellung von, wie Replikation ganz genau passiert hat. Und das ist auch super interessant zu sehen. Da sieht man meistens diese großen Spiderwebs bei Kunden, die die Replikationsgeschichte nicht regelmäßig rauslöschen. Und es ist meistens eine gute Idee, das zu tun. Also auf jeden Fall diese Discover Replicas Chart auf dem Namespunkt NSF meistens ist auch irgendwas, was ich ganz regelmäßig tue durch diese Workshops. Und dann, es gibt noch ein Tool und nicht so viel Zeit mehr, aber ich wollte das hier zeigen. Das ist unser ConsoleEasy-Tool, wo es um drei Dinge geht. Wir haben hier die Möglichkeit, Serverkonsole auf mehreren Servern gleichzeitig zu sehen. Und zwar, wir haben jetzt drei Server hier auf mit dem Konsole. Aber was Sie auch sehen können, ist, dass wir haben die drei Konsole, aber wir haben zwei Konsole zu jeder von diesen Servern. Da ist ACK-03 hier oben, ACK-03 hier unten. Gleiche für ACK-01 und 2. Warum macht das Sinn, mehrere Konsole für diese Server zu öffnen? Weil man hier eigentlich Filteroptionen benutzen kann auf diese zweite Konsole. Da kann ich sagen zum Beispiel, ich würde gerne eine Konsole hier einrichten, wo wir nur die problematischen Events sehen. Und das mache ich auch immer mit Kunden. Wir machen ConsoleEasy auf. Ist auch ganz wichtig zu wissen, dass es hier Präferenzen geben. Also unter Optionen hat man Präferenzen. Und da kann ich sagen, dass wenn ich einen Serverkonsole aufmache, dann würde ich gerne standardmäßig alles, was da in den letzten x Minuten, in meinem Fall 150 Minuten passiert hat, auch automatisch laden. Das gibt uns ein bisschen Kontext. Nicht wie in einem Admin-Client. Ne? Da habe ich einen Filter hier benutzt und das heißt, wir haben jetzt eine Konsole zu ACK-01 ganz oben, wo wir ja alles sehen werden, was mit ACK-01 passiert, und dann ganz unten, wo wir nur die problematischen Events sehen werden. Okay? Da können wir diese Filteroptionen auch auf mehreren Servern hier benutzen und sagen, okay, ich würde jetzt für alle drei nur diese problematischen Events sehen möchten. Und jetzt haben wir unten eine Konsole für die problematischen Events und eine obere Konsole für alles, für diese drei Server. Das kann ich auch umkehren. Da kann ich sagen, okay, jetzt würde ich gerne alle die Severities sehen, aber ich würde gerne ein Regular Expression benutzen, weil in dieser unteren Konsole würde ich gerne alles, was der EMGR tut, sehen. Damit werden wir effektiv drei Konsole kriegen, wo wir nur den EMGR auditieren und sehen können. Also das ist super, super interessant. Am Ende des Tages haben wir auch was anderes hier, und zwar, das nennen wir den Dashboard. Der Dashboard ist so ein Live-Monitoring für alle die ausgewählten Servern, also alle die geöffneten Servern. Da werden wir die letzte, höchste Priorität zeigen, also was ist das wichtigste Problem, die wir gesehen haben, seit wir ConsoleEasy laufen. Wir werden jetzt auch zeigen, okay, wie viele von diesen Events haben wir seitdem gesehen. Und dann am Ende des Tages kann man auch sagen, okay, ich würde gerne sehen, was da auf diesen Servern schiefgelaufen ist. Und das ist ganz cool, weil normalerweise hat man keine Zeit, um die Serverkonsole zu monitoren, immer. Und da haben wir alles, was da innerhalb in den letzten ein paar Stunden auf diesen Servern schief gelaufen ist. Okay? Da gibt es nicht nur diese Server-Konsole-Option, sondern wir haben auch eine Log-Analyse-Funktionalität. Und
Also das muss ich wahrscheinlich nicht erklären, warum das schmerzhaft ist, im Node-Client die Logs, die Log.nsf zu analysieren. Mit Consoli, Sie haben ja eine Möglichkeit, mehrere Server-Logs auch zu analysieren. Da kann ich mal sagen, okay, zeig mir alles seit gestern, der Error beinhaltet. Auf jeden Fall, das ist so eine proaktive Search. Normalerweise, wenn man eigentlich weiß, was man finden möchte, dann ist das ganz... das ist viel mehr erfolgreich und auch schnell, aber da haben wir unsere Ergebnisse, da sind wir drei Servern und ja alles, was da Error beinhaltet oder wo man Errors sieht. Das ist unser Log Analyzer und da haben wir noch diese Volume Analyzer und das ist auch ganz cool, da kann man die Log.nsf nach Benutzerinformation beziehungsweise wer hat was gemacht auf diesen Servern? Da kann ich sagen, okay, lass uns mal die letzte eine Woche, sagen wir, anschauen. Sagen wir, okay, dann werden wir alle diese Usage-Data von der Log.nsf sammeln und das können wir auf drei Servern sammeln und damit können wir so eine Kalkulation machen. Zum Beispiel zeigen wir die Usern, die irgendwas gemacht haben. Die sind die User, die irgendwas in der Demo-Umgebung gemacht haben. Dann haben wir die Möglichkeit, die Datenbanken auch anzuzeigen. Diese Dinge sind unmöglich von der Log-Datei aus zu lesen, wegen der Struktur von diesen Dokumenten. Okay? Da haben wir auch die Möglichkeit mit dem Grid Manager, und das ist eine ganz advanced Feature sozusagen, mit dem Bytes Read. Ne? Da haben wir die Information über die Bytes, die ausgelesen würden für jeder von dieser Aktivität Einträger. Und was ganz schön wäre, ist, dass für diese Kategorien würde ich gerne die Zusammenfassung kalkulieren. Das kann man in einem Grid Manager auch tun, ganz auf der rechten Seite. Da haben wir die Totals Option. Und da sage ich mal, zeig mir die Sum Information. Wenn ich da hier ein bisschen zum rechts gehe, dann kann ich sehen, das ist die Summary pro User. Also der User, der der meiste von dieser Dinge gelesen hat, war der John Admin und da kann ich das auch zu Datenbanken aufbrechen und sehen, welche waren die Datenbanken von welche die meiste Daten ausgelesen wurden. Also das ist unsere Volume Analyzer und das ist Console Easy. Meistens, wenn wir die Volumen beim Kunden analysieren, das ist auch ganz, ganz, ganz interessant, die Daten. Also die User zu finden, die meiste Daten benutzen, die Datenbanken, die am meisten benutzt werden. Auf jeden Fall mit dem Volume Analyzer arbeiten wir mit dem Log.nsf. Das heißt, dass die Daten, die wir analysieren, werden nur von den letzten eine oder zwei Wochen abhängig von der Einstellungen in der Umgebung sein. Aber da gibt es ganz viele Details hier. Also daher ist es ganz wichtig und interessant, das zu analysieren. Also, damit habe ich jetzt eigentlich ganz pünktlich das hier beendet. Also, sehr gut. Ich habe noch, ja. Ich habe okay, noch etwas, und zwar möchte ich einen ganz kurzen... Ja, wenn? Also es gibt eine Frage, gibt es sowas wie eine Best Practice für Health Check? Sollte man das alles suchen oder ansehen? Ich würde das so beantworten, was ich... Okay, da gibt es einen Poll, bitte das verstehen. Genau, also ich habe gerade einen Poll gestartet, eine Befragung gestartet. Die ersten drei Fragen sind relativ selbsterklärend. Die vierte Frage habe ich noch dazu getan, weil wir eventuell planen, eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen, wo wir intensiv in Deutschland unterwegs sind. Und da gibt es dann auch preislich einen kleinen Vorteil. Also wir machen On-Site-Workshops, wo wir auch mit dem Kunden gemeinsam einen Health-Check in ihrem System durchgehen und planen eventuell, für nächstes Jahr, dass wir ein oder zwei Intensivwochen machen, wo wir eventuell dann einen günstigeren Preis nochmal zusammenbekommen, weil ja eben hier die Reisekosten auch sehr, sehr hoch sind teilweise, weil man ja normalerweise von Kanada kommt. Besten Dank und ich werde mich dann mit euch in Verbindung setzen, wer Interesse hat. Vielen Dank an dich, Ben. Also sehr, sehr interessant.
Ich habe das Ganze aufgezeichnet. Ich werde euch die Aufzeichnung zukommen lassen. Und bei Fragen, wie gesagt, stehen wir, wie auch sonst, immer gerne zur Verfügung. Okay, super. Dankeschön. Und ja, wenn wir Fragen noch nicht beantwortet haben, werden wir so tun via E-Mail. Genau, super. Alles klar. Besten Dank. Bye-bye. Auf Wiedersehen.